Einen wunderschönen guten Nachmittag und ganz herzlich willkommen zu diesem 20. Geburtstag des Schönberger Forums. Es ist toll, dass Sie so zahlreich hier heute erschienen sind. Am 7. Juli 2004, das war übrigens ein Mittwoch, fand hier in diesem Kirchraum der erste Vortrag der neuen Vortragsreihe Schönberger Forum statt. Und der erste Referent ist heute wieder da und er hält den Jubiläumsvortrag. Es war unser damaliger Propst Dr. Sigurd Rink. Mittlerweile war Dr. Rink 6 Jahre lang der erste hauptamtliche Militärbischof der evangelischen Kirche und er leitet jetzt die Grundsatzabteilung der Diakonie in Berlin. Lieber Herr Dr. Rink, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder einmal hier bei uns zu Besuch sind mit einem wirklich nicht sehr einfachen Thema. Die Idee des Schönberger Forums entstand aus dem Wunsch heraus, mehr Menschen für die Gemeinde zu interessieren und diesen Kirchraum auch nicht regelmäßigen Kirchgängern zu öffnen. Pfarrerin Anita Nowak-Neubert und die damalige Vorsitzende des Kirchenvorstands Anne-Kathrin Puß entwickelten das Konzept. Mit Unterstützung des Kirchenvorstands wurden die Themen für das Forum identifiziert, die Referenten besucht und verpflichtet, Termine geplant, Flyer entworfen und gedruckt und so weiter und so weiter. Leider kann Pfarrerin Anita Nowak-Neubert heute nicht hier sein, da sie schon im länger geplanten Urlaub ist. Aber sie schickte uns ihre herzlichen Grüße, die ich sehr gerne hier an Sie alle weitergebe. Aber Anne-Kathrin Puß ist heute unter uns. Und so darf ich Sie, liebe Frau Puß, heute ganz besonders begrüßen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Frau Puß hat auch einen sehr lesenswerten Artikel in unserem aktuellen Gemeindebrief geschrieben, aus dem ich gerne Folgendes zu einigen der Themen der vergangenen Vorträge zitieren möchte. Der Markus bringt raus, also ich lade Sie ein, nachher noch ein Exemplar oder das andere mitzunehmen. Also nochmal zum Zitat. Da wurde zum Beispiel hinterfragt, ob und wie koronare Herzkrankheiten und Herzinfarkte vermeidbar sind, was die Kirche über den Sinn des Lebens sagt und ob Europa wirklich auf dem Weg in eine Transferunion ist. Es wurde erläutert, was genau die 100 Dinge sind, die wir nach dem Tod nicht verpassen sollten. Wie ein multikultureller Radiosender Australien verhalf, mit der Corona-Krise besser fertig zu werden als die meisten anderen Länder und wie eine Patientenverfügung aus rechtlicher wie auch aus ärztlicher Sicht gut abgefasst ist, damit sie den Wünschen des Patienten Rechnung tragen kann. Es wurde diskutiert über den Islam, über christliche Erziehung und Bildung, über die Notwendigkeit von Religionsunterricht, über die Gründe von Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit in Frankfurt und über vieles mehr haben wir hier diskutiert. Zu Beginn wurde das Forum in erster Linie von Frau Puß und von Pfarrerin Nowak-Neubert gemanagt. Im Jahr 2006 übernahm Benigna von Nathusius die Verantwortung des Forums. Sie war im Kirchenvorstand und später Gemeindesekretärin, bis sie schließlich Ende 2013 mit ihrem Mann nach Berlin zog. Der letzte Vortrag unter ihrer Verantwortung war am 11.11.2013 mit dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr Wolfgang Schneiderhan zum Thema globale Herausforderungen. Frau von Nathusius ist heute zusammen mit Dr. Rink aus Berlin zu uns gekommen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen hier. Auch Pfarrer Dr. Jochen Kramm, er war 10 Jahre unser Gemeindepfarrer von 2013 bis Juni letzten Jahres und Pfarrer Lothar Breitenstein, sein unmittelbarer Nachfolger seit August 2023, haben das Forum immer aktiv unterstützt und gefördert. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Dabei muss auch erwähnt werden, dass Pfarrer Breitenstein bei uns nur eine halbe Pfarrstelle hat. Seine zweite Hälfte oder erste Hälfte
ist in Falkenstein. Die Sparmaßnahmen unserer Landeskirche lassen grüßen. Ein Dank geht auch an die Kronberg-Stiftung, die das Schönberger Forum immer wieder finanziell unterstützt hat und so unsere Arbeit erst möglich machte. Beispielsweise können wir heute zum ersten Mal ein neues drahtloses Mikrofon und auch einen Headset einsetzen, obwohl wir ihn heute nicht direkt brauchen. Aber auch da hat die Kronberg-Stiftung etwas geholfen. Einige frühere Referenten wollten heute auch unter uns sein. Bei Ann-Kathrin Linsenhoff, die 2010 zu uns sprach, gab es leider einen Terminkonflikt. Und heute früh müsste auch Professor Manfred Pohl, der hier zweimal auftrat, aus gesundheitlichen Gründen absagen. Im September 2006 sprach er damals über Geschichte und Identität und 10 Jahre später über das Bildungssystem der Zukunft. Auch Professor Jan-Peter Kranen musste heute passen. Bei ihm ging es im Oktober 2018 um die Frage, ob Europa auf dem Weg in die Transferunion ist. Dafür ist Michael Heinz heute anwesend. Er referierte im März dieses Jahres zum spannenden Thema künstliche Intelligenz von den Anfängen bis zum weltweiten Durchbruch. Herzlich willkommen, Herr Heinz. Ab dem Jahr 2015 haben wir die Vorträge auf Video aufgenommen, falls die Referenten zugestimmt haben. Die erste Aufzeichnung fand am 16. März 2015 statt, als der frühere Bundesverteidigungsminister und jetzige Unternehmensberater Rudolf Scharping über China, Hintergründe und Herausforderungen sprach. Dieser und weitere Vorträge seit dieser Zeit können immer noch über YouTube aufgerufen werden. Und auch den heutigen Vortrag nehmen wir auf, mit Einverständnis von Herrn Dr. Rink. Bevor wir nun zum heutigen Thema kommen, gestatten Sie mir noch einen kurzen Ausblick auf die geplanten 2 Veranstaltungen in diesem Herbst. Am Montag, den 28. Oktober, kommt Manfred Steiger zu uns. Manfred Steiger war bis Anfang letzten Jahres der Musikchef des Hessischen Rundfunks. Er ist auch selbst exzellenter Musiker und er wird uns das Leben und das Werk von Paul Gerhardt näher bringen und dazu unseren Flügel benutzen. Paul Gerhardt lebt in schwerer Zeit, Stichwort 30-jähriger Krieg. Trotzdem entstanden fröhliche und tröstliche Lieder, die heute immer noch gerne gesungen werden und auch am Abend dieses 28. Oktober. 2 Wochen später, am Montag, den 11.11., haben wir Thorsten Heinrich im Schönberger Forum. Er ist der Biker-Pfarrer unserer Kirche und er wird uns von seiner Arbeit mit den christlichen Motorradfahrern erzählen. Lieber Dr. Rink, Sie sind für uns so etwas wie ein alter Bekannter. Wir freuen uns, dass Sie auf unsere Anfrage sofort positiv reagiert haben. Heute vor 20 Jahren sprachen Sie über die künftige EU-Verfassung und die Rolle der Kirchen. Im Oktober 2007 referierten Sie über Elisabeth von Thüringen. Und dann im September 2015 über Ihr erstes Jahr als evangelischer Militärbischof unter dem Titel Zwischen Krieg und Frieden. Und wer hätte damals wirklich daran gedacht, dass wir heute wieder Krieg in Europa haben? Ihr Thema ist schwierig für uns alle heute Abend. Können Kriege gerecht sein? So lautet auch der Titel Ihres Buches, von dem Sie einige Exemplare mitgebracht haben. Nach dem Vortrag können diese erworben werden. Der Preis des Buches ist 20 Euro. Und auf Wunsch wird Dr. Rink es gerne signieren. Jetzt aber endlich zum Vortrag. Können Kriege gerecht sein? Lieber Herr Dr. Rink. Ja, sehr geehrte Damen und Herren hier in Schönberg, sehr geehrter Medin, sehr geehrte schon begrüßte Damen und Herren, ich danke ganz herzlich für die Einladung zu diesem Jubiläumsvortrag, darf man sagen, 20 Jahre Schönberger Forum, konnte man sich ja leicht merken, 7.7. um 17 Uhr, kann man kaum verpassen und freue mich außerordentlich, mal wieder hier im Rhein-Main-Gebiet, im Taunus zu sein, was von Berlin gar nicht so leicht zu erreichen ist, aber es gelingt am Ende des Tages
dann doch. Und da zu sein zu diesem Thema, was spätestens seit 2022 nochmal eine ganz neue Wendung genommen hat. Wir haben es gerade gehört, Herr Melin. Seitdem ist der Krieg mitten in Europa zurück, in einem der größten Länder Europas. Und es hat seitdem eine gewisse Bedrückung gegeben darüber, dass es nach all den Verheerungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs nicht gelungen ist, diesen Kontinent ein für alle Mal zu befrieden. Denn es war ein großer Konsens der Menschen, insbesondere nach 1945, dass man miteinander sagte, nie wieder Krieg. Und die Entstehungsgeschichte der Vereinten Nationen und ihres Sicherheitsrates, auf den wir nachher noch einmal kommen werden, war ja genau Ausdruck dessen, dass nie mehr Krieg zwischen Staaten sein sollte und sich die Alliierten, die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, zusammengeschlossen haben mit vielen anderen Nationen und gesagt haben, wir wollen Wächter sein darüber, dass es keinen bewaffneten Konflikt mehr zwischen Staaten gibt, gründen die Vereinten Nationen und als ständige Mitglieder des Sicherheitsrates wollen wir dafür Sorge tragen, dass so etwas zwischen uns und weltweit nicht mehr geschieht. Dass das seit 2022 anders ist, und zwar dergestalt anders ist, dass nicht irgendwelche Staaten gegeneinander Krieg führen, das hat es leider Gottes oft genug gegeben hat, auch in der Zeit nach 1945, sondern dass ausgerechnet ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zur kriegsführenden Partei wird, hätte sich wohl nach dem Zweiten Weltkrieg niemand vorstellen können. Ganz im Gegenteil, die verbreitete Meinung nicht nur in Deutschland wie in vielen anderen Staaten war, dazu soll es nicht mehr kommen. Deswegen schließen wir diesen Völkerbund, wir kommen nachher nochmal auf Immanuel Kant und wollen uns miteinander als Völkergemeinschaft derart verbinden. Eine Amtszeit von 2014 bis 2020 dürfte ich als erster evangelischer Militärbischof tätig sein für Deutschland und die etwa 120 evangelischen Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger. Und manchmal kommt es mir fast schon vor, als hätte ich ein Stück Zeitgeschichte da erlebt. Denn das war die Zeit der großen Auslandseinsätze, nicht nur der Bundeswehr, in Afghanistan, in Mali, im Irak, im Kampf gegen den IS. Und 4 Jahre später denkt man, es ist wie eine andere Zeit, weil all die großen Auslandseinsätze gibt es nicht mehr, jedenfalls in dieser Form. Und der Krieg ist eben zurück in Europa. Es gab damals ein ganz kleines und unscheinbares Interview, vielleicht kennen das manche von Ihnen, im Zeitmagazin auf der letzten Seite werden immer mal wieder Menschen befragt. Und die Redakteurin Evelyn Finger von der Zeit, die jetzt in der kommenden Woche an der Universität Münster ihre Ehrendoktorwürde für ihre vielen Verdienste bekommt, sagte, Herr Rink, es ist eine gute Ausgabe. Warum, sagte ich, sie erscheint zwischen den Jahren und da haben die Menschen Zeit, auch wirklich zu lesen. Und genauso war es in dieser Zeit, las die leitende Redakteurin des Ullstein Verlages in Berlin, der übrigens, wie ich gerade kürzlich nochmal erfuhr, auch jüdische Wurzeln hat, dieses Interview und sie sagte, lieber Herr Rink, das ist ein spannendes und interessantes Thema und wir möchten das aufnehmen in unsere Sachbuchreihe. Der Titel kam gar nicht von mir, sondern wurde, wie das so immer üblich ist, vom Verlag gewählt. Können Kriege gerecht sein? Denn schon auf den ersten Titel entscheidet sich ja, ob Menschen ein Buch anfassen, lesen, es erwerben, wie auch immer. Und deshalb sollte das der Titel des Buches sein. Als ich dann mit der Marketingfachfrau von Ullstein sprach, wie es denn besteht, und sie war ganz zufrieden, soweit mit Auflage und dergleichen mehr, sagte sie, lieber Herr Rink, 2019 im Sommer,
jetzt fehlt uns nur noch eines. Und ich fragte sie ja, was meinen Sie? Da sagte sie, ein richtiger Krieg. Und ich sagte zu ihr, darauf möchte ich gerne verzichten. Aber daran merkt man mal, wie weit das 2019 weg war, dass sie sagte, der Krieg ist weit weg, wir reden hier über 1945 in Europa und das Thema hat absolut zurzeit keine echte Aktualität. Es kam dann doch zu zwei Auflagen, die aber noch nicht beinhalten den Krieg in der Ukraine und auch natürlich den Krieg im Gazastreifen. Diese beiden Elemente haben die Dinge ja dann wirklich nochmal auf sehr bedrückende Art und Weise deutlich gemacht. Können Kriege gerecht sein? Dieser Titel wirkt auf den ersten Blick fast befremdlich, fast bedrückend, denn wie eigentlich kann man eine solche Frage überhaupt stellen? Der Krieg ist die Mutter allen Übels, er ist der größte anzunehmende Unfall, es ist ein völliges Versagen von Diplomatie und politischen Bemühen. Alle Staaten untereinander versuchen natürlich in Frieden miteinander zu leben, hoffentlich. Wie also könnte man jeweils davon sprechen, dass Kriege gerecht sein können? Und doch hat dieser kurze Titel einen tiefen Bezug, nämlich ein uraltes Denkmodell, eine uralte Philosophie der Menschheitsgeschichte, die bis auf die alten Römer zurückgeht, nämlich die Lehre vom sogenannten Bellum Justum, vom gerechten Krieg, oder man müsste vielleicht etwas genauer noch formulieren, vom gerechtfertigten Krieg. Seit den alten Römern, der Pax Romana, also dem sehr eigenwilligen Form von Friedensschluss des damaligen Imperium Romanum, war klar, dass man sich darüber Gedanken machen muss, welche Bedingungen müssen eigentlich gegeben sein, damit Staaten überhaupt untereinander Krieg führen können? Denn damals und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, wir denken an die Anfänge des Ersten Weltkriegs zum Beispiel, galten Kriege zwischen Staaten als berechtigte Formen politischen Handelns. Die Zeit, dass man sagte, durch die Massenvernichtungswaffen, durch die beiden Verheerungen der beiden Weltkriege wollen wir uns endgültig davon lösen, geht auf 1945, 46, 47 zurück. Damals, noch zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, sprach man von einem Völkerringen, etwa zwischen Deutschland und Frankreich. Und die Menschen waren miteinander der Meinung, dass es gerechtfertigt sei, einen solchen Krieg zu führen. Die Lehre vom Bellum Justum nahm zu Ciceros Zeiten seinen Ursprung, wurde aber zum ersten Mal richtig ausgearbeitet von einem Kirchenvater, wie man sagt in der Kirchengeschichtsschreibung, Augustinus, im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus, der, das können wir uns heute kaum noch vorstellen, die Geschichte, die Theologiegeschichte und die Philosophiegeschichte des Abendlandes geprägt hat, wie kein anderer Philosoph und Theologe neben ihm, nämlich für ungefähr 1000 Jahre. An Augustin ging nichts vorbei, an Augustinus von Hippo hat man sich festgemacht, obwohl er nur zwei wichtige große Bücher geschrieben hat. Zum einen die sogenannten Confessiones, die Bekenntnisse. Das ist ein meditatives Buch des Nachdenkens, das sich durchaus auch für einen Nachttisch eignet, wo man immer mal wieder ins Nachdenken kommt, vielleicht auch ins Gebet kommt. Und das andere, ein Mammutwerk, bestehend aus zwei Bänden, De Civitate Dei, von der Bürgerschaft Gottes, wo er sich Gedanken gemacht hat über das Zusammenspiel der damaligen Obrigkeit, heute würde man sagen des Staates, mit der Religion, wie also Christengemeinde und Bürgergemeinde zueinander kommen und miteinander spielen. Im Rahmen dieses großen Werkes, wir erinnern, Martin Luther war von seinen Ursprüngen her
Augustinermönch, Augustiner-Eremit. Sie wissen, in Erfurt steht das große Augustinerkloster, in dem er lange gelebt hat. Das hat Martin Luther, auf den wir gleich nochmal kommen werden, sehr geprägt, weil er natürlich seinen Augustinus als Augustinermönch von ganzem Herzen und mit voller Inbrunst gelesen hat und entsprechend nahezu auswendig konnte. Augustinus hat diese Lehre vom gerechten Krieg entwickelt und hat gesagt, unter welchen Bedingungen könnte man denn überhaupt einen Krieg als gerechtfertigt bezeichnen? Und er hat da 10 Elemente aufgezeigt, von denen ich nur an dieser Stelle die wichtigsten nennen möchte, weil sie bis heute, soweit ich das sehe und selbst erfahren habe, in vielen Auslandseinsätzen von großer Wichtigkeit sein. Das Erste, was Augustinus sagt, ist, wenn Staaten, Obrigkeiten miteinander Krieg führen wollen oder sollen, so muss es um eine legitimierte Obrigkeit gehen. Das war in den damaligen Zeiten besonders wichtig, kommt uns heute vielleicht ein bisschen fern vor, was ist damit gemeint? Es gab nicht die Staaten im neuzeitlichen Sinne, aber natürlich gab es Fürstentümer, Königtümer, andere Formen von Obrigkeiten. Und diese Obrigkeiten mussten legitimiert sein. Das heißt, Krieg kann nur eine entsprechend gewählte, bestimmte Obrigkeit führen. Zum Beispiel ein Staat gegen einen anderen Staat. Das spricht gegen die Privatfehden, die damals und dann auch ganz besonders im Mittelalter sehr verbreitet waren. Heute würde ich es vergleichen etwa mit Formen der organisierten Kriminalität. Denken Sie zum Beispiel an den Konflikt in Libyen, wo Gaddafi damals, ich sage mal, weggebombt wurde, anschließend aber kein wirkliches Staatswesen mehr vorhanden war und dann die organisierte Kriminalität in Windeseile übergegriffen hat, um entsprechend gewalttätig auch unterwegs zu sein. Also erstens sagt Augustin, wenn Obrigkeiten, wir würden sagen heute Staaten, miteinander Krieg führen, muss es um entsprechend akkreditierte, legitimierte Formen von Obrigkeit gehen. Das Zweite ist nicht minder wichtig an dieser Stelle, denn, und ich finde einigermaßen revolutionär für die damalige Zeit, nur der Krieg ist gerechtfertigt, der ein Verteidigungskrieg ist. Jedwede Form des Angriffskrieges, wir reden über das 5. Jahrhundert nach Christus, wird von Augustinus verdammt. Er sagt, wenn überhaupt Krieg geführt werden kann, dann nur, um das eigene Territorium, die eigene Bevölkerung zu beschützen, nicht aber, um fremde Territorien entsprechend einzunehmen. Wenn man sich die weitere Geschichte der ganzen Welt, aber jetzt mal insbesondere des Abendlandes vom 4., 5. Jahrhundert nach Christus bis heute anschaut und nur dieses eine einzige Kriterium ernst nehmen würde, dann spürt man, wie viel Unheil und Schaden wäre der Menschheit erspart geblieben, wenn sie sich nur an das eine einzige Kriterium gehalten würde, zu sagen, es gibt eine gerechtfertigte Form der Kriegsführung nur im Verteidigungsfall. Und das ist einer der Gründe, das werden Sie immer wieder feststellen, ob beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, bei den ersten Meldungen, die damals über den Äther gingen, oder bis hin in den Ukraine-Krieg, weshalb Machthaber immer bis heute betonen, es ist eine rein defensive Handlung, die ich hier vornehme. Nicht umsonst nimmt ein Putin das Wort Krieg ja noch nicht mal in den Mund. Das erste Anzeichen dafür, was er vorhat, die Übernahme der Krim mit kleinen grünen Männchen, die keine Hoheitsabzeichen trugen, extrem wichtig, wenn man unter Militärs unterwegs ist, ist ein Krieg als solcher deklariert, erklärt, sind die Streitkräfte als solches erkenntlich oder nicht. Auf all das hat er verzichtet und spricht ja bekanntlich bei dem Krieg, den er gegen die Ukraine führt, jetzt von einer militärischen Spezialoperation. Also man nimmt das Wort Krieg überhaupt nicht in den Mund. Und Sie erinnern alle die berühmten Dinge, die über den Rundfunk gingen beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Von nun an wird
zurückgeschossen. Also es geht, soll eben nicht um einen Angriffskrieg gehen, sondern nur um einen Verteidigungskrieg. Das ist das zweite Kriterium, was Augustin an dieser Stelle benennt. Es kommen verschiedene andere Kriterien dazu. Eines ist mir an der Stelle nochmal besonders wichtig, nämlich, dass die Kontrahenten gegeneinander streiten, die Streitkräfte gegeneinander streiten und dass es immer auch bei einer solchen Form der Kriegsführung um den Schutz der Zivilbevölkerung geht. Auch das ist alles andere als vorgestrig und wird natürlich jetzt genau beobachtet, bemerkt, auch erlitten im Krieg gegen die Ukraine, dass bei vielen Aktionen der Russischen Föderation eigentlich gar nicht mehr erkennbar ist, wogegen richten sich die Granaten und Raketen und bewaffneten Drohnen. Das sind ja offensichtlich nicht die feindlichen Streitkräfte, jedenfalls nicht nur, sondern es geht immer auch um eine Demoralisierung der Zivilbevölkerung, indem ganz gezielt Wohngebiete oder Krankenhäuser oder Ähnliches entsprechend angegriffen wird. Also der Schutz der Zivilbevölkerung ist nicht wirklich erkennbar. Woran erkennt man nun, ob es sich um einen Verteidigungs- oder um einen Angriffskrieg handelt? Weil ja immer alle sagen, wir verteidigen hier nur unser Vaterland. Es gibt eine ganz einfache Messlatte dafür, woran erkennbar ist, ob es sich um einen Verteidigungs- oder einen Angriffskrieg handelt, nämlich in welchem Gelände, auf welchem Territorium befinden sich die Truppen? So einfach und so schwer ist das. Und wenn Sie jetzt merken, zum Beispiel die ganzen Debatte um die weitreichenden Taurus-Marschflugkörper oder die Frage, welche Waffen denn überhaupt die Ukraine geliefert bekommt, ist genau das der entscheidende Faktor an der Stelle, dass man sagt, ja, wir halten es für legitim, dass die Ukraine sich auf ihrem eigenen Territorium verteidigt, aber sie soll nicht hineinreichen in das Territorium der Russischen Föderation. Wenn Sie gleichzeitig sehen, wo befinden sich denn die Truppen und die Grenzlinien und die Frontlinien heute, werden Sie sofort feststellen, wo standen 50 Kilometer Panzer Richtung Kiew auf dem Territorium der Ukraine. Wo laufen die heutigen Grenz- und Frontlinien auf dem Territorium der Ukraine? Das heißt, damit ist klar sozusagen, wer der Angreifer, wer der Verteidiger ist und wo dementsprechend so etwas wie eine ethische oder moralische Legitimation ist. Das heißt, diese Kriterien und andere müssten gegeben sein, in Summe, um zu sagen, wo denn überhaupt ist eine gerechtfertigte Kriegsführung? Und Sie merken daran, dass wir die Perspektive von einem jeweils anderen Land sehr unterschiedlich aussehen kann. In dem Blick auf die Ukraine wird man sagen können, die Ukraine versucht, ihre eigene Bevölkerung und ihr Territorium zu verteidigen gegen die Russische Föderation, die einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Das heißt, die Ukraine würde von sich sagen, unsere Kriegsführung in der Verteidigung unseres Landes ist gerechtfertigt. Sie würde sagen, es ist ein bellum justum oder, wie die englischsprachigen Forscher sagen, ein just war, also ein gerechtfertigter Krieg. Im Blick auf die Russische Föderation würde das schon wieder ganz anders aussehen. Soll heißen, ein Krieg, der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine, kann aus der einen Warte gerechtfertigt scheinen. Der gleiche Konflikt aus der Sicht der angreifenden Nation wird nicht gerechtfertigt sein. So einfach und so schwer ist das in diesem Zusammenhang. Diese Lehre vom gerechten Krieg hatte Bestand bis weit in die 70er, 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und wiederum kommt die Forschung an der Stelle am allerstärksten eigentlich aus dem US-amerikanischen Bereich. Und dort hat man im christlichen Sinne versucht zu sagen, das Leitbild kann nicht das Bild vom gerechten Krieg sein, sondern das Leitbild
muss das Leitbild vom gerechten Frieden sein. Das ist unsere Vision, da wollen wir hinsteuern. Das wurde dann über Jahrzehnte hinweg miteinander diskutiert und hat sich niedergeschlagen in einer recht kleinen und kompakten Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die ist 2007 erschienen unter der Ägide von Wolfgang Huber. Und in dieser Denkschrift wird bis heute sehr aktuell und sehr lesenswert gesagt, wie denn das Leitbild des gerechten Friedens zu verstehen ist. Zum Beispiel, dass viel wichtiger als die Fragen, die in einer akuten Kriegssituation auftauchen, die Fragen sind, wie kann man im Vorfeld einen Krieg verhindern, welche Präventionsmaßnahmen kann man machen. Das war zum Beispiel der Versuch in der Sahelzone an der Stelle in Mali mit einem Blauhelm-Einsatz der Vereinten Nationen unterwegs zu sein. Und nicht minder wichtig und mir gerade auch in diesen 6 Jahren wieder sehr wichtig geworden, was muss eigentlich passieren, wenn es zu einem bewaffneten Konflikt gekommen ist? Wie sieht der Wiederaufbau, das Rebuilding, die Rekonstruktion der jeweiligen Nationen aus? Denn das ist eine etwas ernüchternde Sache, die ich aus diesen 6 Jahren rund um die Bundeswehr mitnehme, dass es immer wieder zu fremden Interventionen gekommen ist, die dann nicht nachhaltig waren, weil es nicht gelungen ist, in den jeweiligen Ländern wieder eine gute öffentliche Ordnung aufzubauen. Wenn Sie sich anschauen, man spricht ja heute vom Krieg, von den Angriffen und von dem 20-jährigen Krieg, der in Afghanistan stattgefunden hat. Was immer die Kriegsursachen gewesen sind, darüber kann man in diesem Buch auch viel lesen. Sehr schwierig, auch nochmal aus US-amerikanischer Warte, wie ich finde, als Antwort auf 9-11, wie man damals sagte. Man wird sagen können, diese 20 Jahre der Kriegsführung mit all dem Leid, was da entstanden ist, unter anderem durch den Drohnenkrieg, aber auch durch jede Menge terroristische Übergriffe, wird man doch sagen können, wie nachhaltig waren eigentlich diese Aberbillionen von Dollar oder Euro, die dort in diesen Krieg hineingeflossen sind. Dieser überhastete Rückzug aus Afghanistan damals war ja ein Zeichen dafür, dass im Grunde genommen der Einsatz, / der Krieg an der Stelle gescheitert ist. Wenn Sie sich angucken, ich konnte ja mehrfach da sein, den Krieg, der gegen den Irak geführt wurde, Sie erinnern sich, 2003 fortfolgende, ja, Saddam Hussein wurde seines Amtes enthoben, um es mal so auszudrücken. Der Krieg war auf den ersten Blick in irgendeiner Art und Weise erfolgreich, der Gestalten, dass die alliierten Kräfte dort zum Ziel gekommen sind. Für mich ist dieser Krieg in mehrfacher Hinsicht bitter. Zum einen, weil ja der heutige Irak das alte Zweistromland ist, also kulturell gesehen eigentlich eine Wiege der Menschheit, wo eine Hochkultur neben der nächsten über Jahrhunderte und Jahrtausende geblüht hat, Babylon, Assyrien und dergleichen mehr. Das Land ist, das kann ich Ihnen aus eigener Anschauung sagen, komplett zerstört, da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Es ist bis heute auch komplett militärisch entsprechend geprägt und besetzt. Und viel schlimmer noch, ja, Saddam Hussein ist dadurch nicht mehr da, aber es ist keine wirklich stabile politische Ordnung entstanden. Und man muss aus der Vogelperspektive sogar sagen, das Gleichgewicht der großen Mächte in dieser Region, die bestanden insbesondere aus dem Irak auf der einen Seite und aus dem Iran auf der anderen Seite, Sunniten und Schiiten, ist auf diese Art und Weise nicht mehr gegeben. Und ein Teil der Probleme, die in den Jahren darauf dann passiert sind, zum Beispiel der Syrienkrieg und dergleichen mehr, ist darauf zurückzuführen, dass diese fragile Balance, die es zwischen den Hauptmächten damals gegeben hat, auch durch die Intervention, die dort passiert ist, eben nicht mehr existiert hat. Also Fragezeichen an der Stelle, wie nachhaltig ist der jeweilige Einsatz? Und drittens will ich nochmal dazu sagen,
Ich dürfte ja auch öfters mal in Mali und in der Sahelzone sein. Sie wissen, wie der Blauhelm-Einsatz an der Stelle geendet ist. Natürlich, es war kein Krieg in diesem Sinne. Trotzdem hat er sehr, sehr großen Aufwand bedeutet und auch sehr große Gefährdungen für die Soldaten. Auch die Sahelzone ist bis heute nicht befriedet. Die alliierten Kräfte, seien es Franzosen, seien es Deutsche, seien es andere, haben sich zurückgezogen aus der Region. Und die Region inklusive Niger, was ja benachbart ist sozusagen, sind vermutlich zumindest genauso destabil, wie sie damals waren. Übrigens auch noch eine Spätfolge dessen, dass Gaddafi nicht mehr da war, denn der Einfluss Gaddafis bis in die Sahelzone hinein war immens. Er war, obwohl es ein verrückter Tyrann war, gleichzeitig auch jemand, der die Region auf eine gewisse Weise stabilisiert und kontrolliert hat. Und dann wären wir beim Thema Flüchtlingskrise zum Beispiel, die auf diese Art und Weise auch einen enormen Widerhall gefunden hat. Nach der Historie des Bellum Justum und den Kriterien eines gerechtfertigten Krieges möchte ich jetzt noch kommen, das kann hier in einer evangelischen Gemeinde nicht anders sein, auf das, wie Martin Luther eigentlich über diese Dinge nachgedacht hat. Denn der Reformator, dessen Weimarer Ausgabe ja munter mehrere Bücher einer Bücherwand füllt, hat sich natürlich auch zum Thema des gerechten und gerechtfertigten Krieges Gedanken gemacht, auf der Grundlage von Augustinus, und hat insbesondere nach den Bauernkriegen eine kleine, überschaubare Schrift verfasst, die kaum im Buchhandel zu bekommen ist, trotzdem zu bekommen ist über das evangelische Militärbischofsamt, sogar kostenlos, die einen wunderschönen lutherschen Titel trägt, und der heißt: Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können. Typisch Luther, typisch beginnende Neuzeit. Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können. Mir hat mal ein Hauptgefreiter in der Oberpfalz, den ich da auf seiner Truppenstandort besucht habe, gefragt: Herr Ring, kann ich Sie mal kurz beiseite nehmen? Sagte ich: Ja. Ich war mitten im Geschäft. Und dann sagte er mit seinem Kameraden da, er war da in voller Infanterieuniform und Ausstattung: Kann ich denn als Soldat auch in den Himmel kommen? Dann habe ich den Kommandeur gebeten, mal 5 Minuten zu unterbrechen, damit wir uns mal wenigstens 5 Minuten in Ruhe unterhalten können darüber, wie das denn ist mit Christsein und Soldatsein und wie man denn so etwas zusammenhängen kann. Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können. Wer fragt Martin Luther das? Es ist ein Hauptmann, und zwar hat dieser Hauptmann gerade die Schlachten, Gemetzel des Bauernkrieges 1525, nächstes Jahr wäre ja Gedenken für 500 Jahre Bauernkriege, hinter sich, hat dann natürlich, sei es als befehlender Offizier, als Hauptmann, sei es auch im direkten Kampfeinsatz, jede Menge Schuld auf sich geladen und gegen das Gebot, du sollst nicht töten, zigmal verstoßen, und kommt also jetzt zu seinem Wittenberger Professor und Reformator und sagt: Kann ich denn auch in den Himmel kommen? Und wie ist das? Und Martin Luther, ganz schlau und gewitzt wie immer, gibt ihm eine zweifache Antwort auf diese Frage. Denn natürlich, mit großen Teilen auch der evangelischen Friedensethik der heutigen Tage, würde Martin Luther sagen: Nun ja, also ein Kriegstreiber war Jesus von Nazareth jedenfalls nicht. Und das Hauptzeugnis, die Bergpredigt, lädt ja erstmal zu anderen Dingen ein. Sie erinnern vielleicht noch die Bestseller von Franz Alt, Ist Frieden möglich, und andere kleine Schriften, wo er immer gesagt hat, man kann auch mit der Bergpredigt Politik machen. Und das war ja in den 70er, 80er, 90er Jahren sehr umstritten. Martin Luther also sagt: Ich selbst als Christenmensch muss Unrecht leiden. Ich muss die andere Backe hinhalten. Ich muss die zweite Meile mitgehen. Ich darf mich, was meine eigene Person angeht, nicht gewaltsam zur Wehr setzen. Dafür bin ich Christenmensch.
So weit, so gut. Aber Martin Luther, wie Sie sich denken können, bleibt nicht dabei stehen, sondern führt ein Konzept ein, was bis heute eine enorme Bedeutung hat, nämlich er spricht von einer Verantwortung zum Schutz, von einer Schutzverantwortung. Ich selbst als Christenmensch bin nicht alleine auf der Welt, sondern ich habe eine Familie, einen Hausstand, ich lebe in einer Gemeinde, einem Dorf, einer Stadt, ich lebe in einem Land, einem Territorium und als solcher habe ich die Verantwortung zum Schutz gegenüber den Menschen, die mir anvertraut sind. Also er denkt beides auf eine, wie ich finde, sehr geschickte und originelle Weise zusammen, sagt nicht, ja, vergiss die Bergpredigt, würde er als biblischer Exeget auch nie sagen, sondern er sagt, denke beides zusammen, geht es um dich als Person oder um den Schutz. Dieses Konzept, was Martin Luther da entwickelt, hat bis heute eine enorme Auswirkung, weil nämlich, auch das werden Sie zeitgeschichtlich noch erinnern, es ja in den 1990er Jahren zu den großen Konflikten kam, insbesondere in Ruanda, aber auch in Burundi und anderen Ländern Zentralafrikas, wo verschiedene Volksstämme auf schlimmste Art und Weise gegeneinander gefochten und sich niedergemetzelt haben. Man sagt, 600.000 bis 800.000 Menschen sind damals zu Tode gekommen. Und die Vereinten Nationen waren zuerst noch in Ruanda existent, haben dann ihre eigenen Kräfte aus dem Land herausgezogen, weil die gesagt haben, wir müssen unsere Kräfte schützen, haben sich also nicht zwischen die kriegsführenden Bürgerkriegsparteien gestellt. Und dann kam es eben zu diesen furchtbaren Massakern, die dort passiert sind. Aufgrund und in der Folge dessen haben sich die Vereinten Nationen Gedanken gemacht, wie können eigentlich die Vereinten Nationen eingreifen, wenn es einen bewaffneten Konflikt, einen Krieg innerhalb eines Staates gibt, und haben genau, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber inhaltsidentisch das Konzept von Martin Luther aufgegriffen und haben gesagt, es gibt in englischer Sprache eine Responsibility to Protect, abgekürzt sagt man dann R2P, Responsibility to Protect. Das heißt, wir haben als Staatengemeinschaft eine Verantwortlichkeit zum Schutz, damit solche Kriege und innerstaatlichen Konflikte nicht ausgetragen werden, sondern wir sollten uns als Puffermächte dazwischen stellen, um die Kriegs- und Bürgerkriegsparteien an der Stelle auseinanderzubringen. Und das passiert auch immer wieder. Viele dieser Konflikte erinnern wir gar nicht mehr. Es ist zum Beispiel eine Pufferzone zwischen Israel und Libanon, die natürlich jetzt wieder unter Beschuss steht sozusagen. Eine Blue Zone, eine blaue Zone, ein Streifen von etwa 30 oder 40 Kilometern, der von den Vereinten Nationen entsprechend besetzt und kontrolliert ist, damit es dort an der Stelle nicht permanent zu Übergriffen kommt. Das ist natürlich im Zuge des ganzen Gaza-Konfliktes wieder extrem schwierig, weil natürlich die bewaffneten Drohnen und Raketen weit über diese Zone hinausfließen. Aber das ist der Versuch, eine Pufferzone zu bilden, weil beide Staaten förmlich noch im Krieg sind. Und ein zweites Beispiel dafür, Sie erinnern den Zypern-Konflikt seit den 70er, 80er Jahren zwischen Nord- und Südzypern, stehen bis heute die Vereinten Nationen in einer Pufferzone. Das Land ist nicht besiedelt, da gibt es sogar noch einen Flughafen, der seit den 80er Jahren leer steht, und versuchen sozusagen diese Teile unter türkischem bzw. europäischem Einfluss entsprechend auseinanderzuhalten. Das ist der Versuch und an manchen Orten gelingt es auch, man muss aber auch gleichzeitig sagen, an vielen Orten gelingt es auch nicht. Das finde ich, zuletzt vor dem Ukraine-Krieg, schlimmste Versagen war eigentlich der Syrien-Krieg. Und da zeigt sich an der Stelle, also auch dort spricht man von 600.000 bis 700.000 Toten und der ganzen Flüchtlingskrise.
Krise, die damit bis heute entstanden ist. Bis heute einer der allerstärksten Flüchtlingswege an der Stelle. Und woran hängt es? Das werden Sie alle schon zur Kenntnis genommen haben. Es gibt in den Vereinten Nationen eine Art Fehlkonstruktion. Erstens der Gestalt, dass man sagt, die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs ergänzt um einige andere Staaten, wie eben zum Beispiel China, haben den ständigen Sitz im Sicherheitsrat, der rotiert nicht, sondern macht sich an 1945 fest. Das ginge ja noch, was viel schwieriger ist, ist, dass alle Entscheidungen im Sicherheitsrat einvernehmlich konsensual getroffen werden müssen. In dem Moment, wo ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates sagt, ich bin mit dieser und dieser Resolution oder Maßnahme nicht einverstanden, teilweise aus machtpolitischen Gründen, oft war es die Russische Föderation oder China, kommt es zu keinem Entschluss. Und das führt eben dazu, diese Fehlfunktion an der Stelle führt eben dazu, dass die Vereinten Nationen sich in solchen Bereichen häufig zeigen als eine Art zahnloser Tiger. Gut, dass man miteinander spricht, aber es kommt dann doch nicht zu den Resolutionen, zu denen es kommen müsste. Und das war insbesondere im Syrien-Konflikt eben ausgesprochen schwierig. Also soll heißen, Schutz, Verantwortung, Responsibility to Protect, das ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Und dann abschließend auf Martin Luther muss natürlich dann die Frage kommen, ja, also du, Augustinermönch Martin Luther, was ist denn jetzt, wenn dein Landesherr dich in einen Angriffskrieg befiehlt? Weil schon seit Augustinus Zeiten ist doch eigentlich nur der Defensivkrieg erlaubt. Was ist denn, wenn dein Landesherr sagt, du ziehst jetzt mit mir in einen Angriffskrieg, um ein anderes Territorium zu übernehmen? Dann sagt Martin Luther, wieder unnachahmlich, dann musst du Gott mehr gehorchen als dem Menschen und den Kriegsdienst verweigern. Martin Luther 1526. Also ein verbrieftes Recht auf Kriegsdienstverweigerung hat es damals jedenfalls noch nicht gegeben. Gibt es übrigens in vielen Ländern bis heute nicht. Kleine Randnote, ja, also das braucht dann auch nochmal einen zweiten Blick auf etwa die Ukraine an der Stelle. Gibt es an der Stelle ein verbrieftes Recht auf Kriegsdienstverweigerung? Doppelpunkt nein. Ja, also das ist eine Frage, die auch Menschenrechte und Grundrechte an der Stelle bewahrt werden. Und aber das finde ich nochmal stark, so im Anschluss an die Reformationshymne, nicht? Nehmen Sie dir Weib, Gut und Geld, lass fahren dahin. Sie haben keinen Gewinn. Martin Luther geht davon aus, dass der Christenmensch, wenn er in einen ungerechten Befehl gestellt wird, entsprechend diesen Befehl verweigert. Was das in den Zeiten des 16. Jahrhunderts jeweils bedeutet hätte, können wir uns ja lebhaft vorstellen. Als letztes Argument in dieser historischen Kette zum Thema des gerechten oder gerechtfertigsten Krieges kann in diesem Jahr Immanuel Kant, der Königsberger Philosoph, nicht fehlen, der ja 300. Jubiläum jetzt in diesem Jahr hat. Man konnte ja vieles nochmal über ihn, von ihm lesen. Und auch er, jenseits seiner großen Kritiken, die er geschrieben hat und die mit Verlaub in der heutigen Zeit nahezu unlesbar sind, also ich weiß nicht, ob jemand sich mal der Mühe unterzogen hat, der Kritik der praktischen Vernunft zu lesen, also man versteht fast nur Bahnhof als Mensch des 21. Jahrhunderts, es sei denn, man ist philosophisch vorgebildet, aber auch er hat eine kleine, winzige Altersschrift, Gelegenheitsschrift geschrieben, die den bezeichnenden Titel trägt, Vom ewigen Frieden. Vom ewigen Frieden. Das ist ein schmales Bändlein, gibt es bei Reklam und anderswo und heutzutage natürlich überall für wenig Geld zu erwerben. Und was an dieser altersweisen Schrift, möchte ich mal sagen,
besonders interessant und bezeichnend ist, ist, dass sie auch noch gut verständlich ist. Also es gibt so ein paar Sätze, die man nur schwer versteht, aber ansonsten kann man sagen, sie ist gut verständlich auch für den normalen Zeitgenossen. Und an der Stelle bestätigt er nochmal diese Denkrichtung von einem gerechtfertigten Krieg, aber er findet auch klare Worte. Ich meine, der 30-jährige Krieg liegt noch nicht allzu lange zurück und natürlich hat er immer wieder die Verheerung etwa der preußischen Angriffskriege entsprechend mitbekommen. Er findet auch klare Worte, das Übel des Krieges zu beschreiben und nachzudenken darüber, was denn in Zukunft Staaten und die Kriegsführung zwischen Staaten entsprechend verhindern kann. Und auf ihn, wirklich auf ihn, und das muss Ende des 18. Jahrhunderts etwas ja, fast Revolutionäres, jedenfalls sehr Umstürzendes gewesen sein, geht die Idee des Völkerbundes zurück, wo er sagt, ja, wir haben verschiedene legitimierte Obrigkeiten. Er selbst, 1797, bezeichnet sich, es war auch nicht ganz selbstverständlich damals, als Republikaner. Er sagt, die republikanische Idee und Staatsordnung ist diejenige, die er am stärksten bevorzugt. Okay, in Preußen in der damaligen Zeit. Jedenfalls sagt er, um die Kriege zwischen Staaten zu verhindern oder wenigstens kleiner zu machen, müssten Staaten untereinander einen Völkerbund miteinander gründen. Und er war ja auch unter anderem gelernter Jurist. Diese Ideen eines Völkerbundes und die Ideen eines Friedens zwischen Staaten müssten in Vertragsform, in Rechtsform gegossen werden, damit sie eine Verbindlichkeit erreichen und nicht mehr gebrochen werden können. Das, sehr geehrte Damen und Herren, ist ja nochmal eine bittere Note des Krieges in der Ukraine. Vielleicht die Note, die am allerschwierigsten ist, neben all dem menschlichen Leid, was da entstanden ist, dass es ja unendlich viele Rechtsformen gegeben hat, in die nach der Auflösung der Sowjetunion um 1990 herum die Ukraine eingebettet wurde. Sie erinnern, sie war Atommacht und hat im Rahmen der Verträge und der Rechtsordnung, die damals gefunden wurden, diesen Status aufgegeben gegen einen Nicht-Angriffspakt. Und nun, 2022 fortfolgende, stellt sich heraus, dass diese Verträge gebrochen wurden und nichtig sind. Das ist sehr bitter für die Ukraine und natürlich auch alle umliegenden Nationen. Es ist aber auch ein wirklich großes Fragezeichen und Ausrufezeichen in Bezug auf die Weltordnung. Denn was passiert in Bezug auf Krieg und Frieden, wenn ich den offiziellen geschlossenen Verträgen zwischen Staaten nicht mehr trauen kann? Das ist im Grunde genommen der Wegfall einer Geschäftsgrundlage an der Stelle. Und jemand wie Immanuel Kant hat an der Stelle, kritisch könnte man sagen, fast idealistisch gedacht, aber er hat gesagt, Frieden entsteht durch Recht. Übrigens auch ein Grundgedanke der hebräischen Bibel. Frieden entsteht durch Recht. Wir können nicht davon ausgehen, dass Menschen oder Nationen oder andere Gebilde jeweils die gleichen Interessen haben. Und also müssen wir Rechtsformen finden, damit Staaten sich untereinander miteinander versöhnen. Diese Idee des Völkerbundes ist ganz explizit, weil Immanuel Kant natürlich eine sehr große Wirkungsgeschichte entwickelt hat, in den 1920er Jahren aufgegriffen worden, nach den Verheerungen des Ersten Weltkrieges. Der erste Völkerbund wurde gegründet und das Ganze wurde erneuert und erweitert eben nach den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges in Bezug auf die Vereinten Nationen. Ich komme zum Schluss. Können Kriege gerecht sein? Wenn man mit dieser Frage umgangssprachlich umgeht, wird man sagen, nein. Kriege sind das größte anzunehmende Übel. Sie sind ein Politikversagen. Alles muss getan werden, um Kriege zu verhindern und um einen gerechten Frieden wirklich anzustreben und zu schaffen.
Dennoch ist das Modell eines gerechtfertigten Krieges nicht obsolet, sondern wird bis in die Friedens- und auch die Militärethik heutiger Tage hineingeführt mit den Kriterien, die ich vorhin benannt habe. Und von daher wird die spannende Frage sein, die offen ist für alle Zukunft, wohin eigentlich werden sich diese beiden großen Konflikte und Kriege, die uns zurzeit so belasten, sich entwickeln? Man müsste Wahrsager sein, um das beantworten zu können. Ich habe noch viele Ohren hinein in den Bereich der Streitkräfte der Bundeswehr und auch des Auswärtigen Amtes. Es ist ein großes Raten, eine große, wie soll man sagen, Unsicherheit an der Stelle da. Und die meisten Befürchtungen gehen dahin, dass es ein frozen Konflikt wird, ein eingefrorener Konflikt, weil niemand davon ausgeht, dass die Russische Föderation die Geländegewinne, die sie jetzt schon gemacht hat, also die Landbrücke zur Krim, insbesondere aus strategischen Gründen, das Südufer des Dnieper und dergleichen mehr, von sich aus noch einmal räumen wird. Und solche Konfliktszenarien wie zum Beispiel auf Zypern zeigen uns, das kann auch 50 Jahre ein eingefrorener Konflikt sein. Das muss sich nicht von heute auf morgen ändern. Das muss auch nicht mit einem klaren Sieger oder Besiegten enden, sondern es kann einfach in einen jederzeit auch unbefriedigten Status münden, der hoffentlich dann doch so endet, dass die heißen Kampfhandlungen eingestellt werden. Und trotzdem natürlich wäre es für die Ukraine eine extrem schwierige Entwicklung an dieser Stelle. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch miteinander. Dankeschön.